So, ja, es ist das Wetter schöner als erwartet und schöner als erwartet angesagt. Hier über Wien, das ich gerade verlasse, ist es noch ganz leicht dunstig. Wo will ich hin? Ich will aufs Hochbierneck an der Grenze Niederösterreich-Steiermark mit Blick auf den Ötscher. Es ist Mitte Mai, die Milchstraßensaison hat voll begonnen. Heute sollte die Milchstraße von circa 11:30 bis 2:30 in der Früh zu sehen sein. Der Ort ist deswegen optimal, weil er in einem Bereich in Österreich liegt, wo es fast keine Lichtverschmutzung gibt. Man schaut mit Lichtverschmutzung im Rücken Richtung Ötscher in einen der dunkelsten Bereiche in Österreich. Und daher werden wir probieren, dort gute Bedingungen zu finden, hoffentlich gute Bedingungen zu finden, um die Milchstraße über dem Ötscher zu fotografieren. Geplant sind Einzelfotos plus Panoramen, wenn sich's ausgeht, wenn ich eine Stelle finde, wo ich auch wirklich über 360 Grad ein schönes Panorama machen kann, dann ist auch ein 360 Grad Panorama geplant. Es werden Weitwinkelaufnahmen werden, es werden mit längeren Brennweiten 35, 50 mm hoffentlich Aufnahmen werden. Und über die ganze Nacht vom Sonnenuntergang bis zur Morgendämmerung, Sonnenaufgang, schauen wir mal, wie lange ich es aushalte, ist dann noch geplant, einen Zeitraffer laufen zu haben. Dafür habe ich mir einen ganz speziellen Platz ausgesucht, die Astrostation am Hochbierneck. Danke jetzt schon an Alex für die freundliche Unterstützung, dass ich dort die Kamera aufbauen darf und sie über die ganze Nachtspanne laufen darf. Ja, jetzt liegen knapp 170 Kilometer vor mir. Ich schätze mal, dass ich gute 2 Stunden brauche, bis ich dort bin. Wir hören uns dann und sehen uns später wieder, wenn ich angekommen bin. Bis später. Jetzt bin ich am Hochbierneck angekommen. Die Fahrt war sehr entspannt. In circa einer Stunde geht die Sonne unter, das heißt genau Beginn der goldenen Stunde. Kurzer Rundblick hier auf der Alm. Die Kühe läuten mit den Glocken. Wie ihr seht, sind ein paar Wolken da, was für den Sonnenuntergang nicht schlecht ist, weil wir dadurch hoffentlich Farbe in den Himmel bekommen. Ich würde mir wünschen, dass, wie angekündigt, diese Wolken dann in kurzer Zeit sich verabschieden, so dass ich ab Mitternacht dann mit der Milchstraßenfotografie beginnen kann. Jetzt geht es einmal am Weg zum Aussichtsturm. Ja, ich habe hier jetzt ein super Platzl gefunden. Da ist der Aussichtsturm, da ist Osten, da ist Westen. Die Sonne geht gerade herrlich im Westen unter. Habe zumindest die Chance, hier 180 Grad Weitwinkelpanoramen zu machen, das alles einzufangen. Da sitzt den Ötscher hinter mir. Das ist das, was ich heute auch mit der Milchstraße dann noch probieren will zu fotografieren. Im Moment sind die Wolken sensationell für einen Sonnenuntergang. Für Sternwaldfotografie. Na, so lala, schauen wir mal. Aber laut Wetterbericht sollten sie sich in der Nacht auflösen. Das heißt, gegen Mitternacht dann sollte das hier perfekt passen. Und ich hoffe, dass ich dann von hier aus perfekt die Milchstraße fotografieren kann. Die sollte in etwa hier aufgehen und sehr flach liegen und sich dann bis hin zum Ötscher 2:30 in der Früh aufstellen. Schauen wir, was mir gelingt. Bleibt dran, ich bin gespannt.
So, die Sonne ist untergegangen. Im Hintergrund hört ihr die Kuhglocken hoffentlich. Es ist jetzt kurz nach 21 Uhr. Die blaue Stunde beginnt. Ist auch noch immer recht schön zum Fotografieren. Die Fotos vom Sonnenuntergang habe ich vorher eingespielt. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und ich warte jetzt dann, dass es dunkel wird. Circa 11:30 wird die Milchstraße zu sehen sein, bis die Sterne kommen, Ende der astronomischen Dämmerung. Bis dahin haben sich hoffentlich auch diese Wolken, die jetzt hier durchgezogen sind, die für eine tolle Stimmung beim Sonnenuntergang gesorgt haben, dann so weit verzogen, dass die Milchstraße zu sehen ist. Bleibt dran, ich melde mich wieder.